Seite, aber da kommen wir noch dazu. Das mache ich dann eventuell on the fly. Dann filme ich einfach von vorne mit der Kamera. Das kann man machen, ja. Also der Vortrag, den ich da halte, ist über das Open Pilot Projekt. Was ist Open Pilot? Open Pilot ist ein Open Source Projekt, das wurde Ende 2009 gestartet von ein paar Hackern in Australien. Die haben sich gedacht, hey, es gibt keinen gescheiten Flight Controller, der Open Source ist. Es gibt da Paparazzi irgendwas, so ein Autopilot, aber das ist alles Spaghetti-Code und veraltete Hardware. Da muss was Gescheites her. Die haben sich dann zusammengesetzt und eine gescheite Hardware designt und ein Projekt ins Leben gerufen, dieses Open Pilot. Und da bin ich im Sommer 2010 dazugekommen, dadurch, dass ich gedacht habe, schauen wir uns mal an. Ich habe kein Hardware gehabt, also habe ich gedacht, okay, vielleicht läuft das die ganze Firmware, die da auf dem Flight Controller laufen soll, auch auf einem x86er und habe das Betriebssystem für das Embedded Ding mal kurz auf x86 portiert. Dadurch war ich dann beim Projekt dabei, die haben mir auch dann Dev-Hardware gegeben und ich habe mich dann um die Fixed Wing Guidance gekümmert, also sprich Autopilot für Starflügler. Die meisten, die dort dabei sind, machen selber Quadcopters und so Zeug. Das Open Pilot Projekt hat im Moment zwei Plattformen, die quasi unterstützt werden. Die kleine ist das Copter Control Board. Die ist so groß. Das ist ein Controller-Board für Quadcopter, Helis, Flyerless Helis, Fixed Wing, kann im Prinzip alles fliegen und alles stabilisieren. Also ich glaube, es haben auch schon Leute von einem Modellboote verwendet. Und das ist ein Four-Layer-Board. Genau, pack es mal vor die Kamera. Sie verloren aus. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen klein. Okay, ja. Das Board ist Open Source dahingehend, die Schemas und Layouts sind per Creative Commons verfügbar auf dem Git Repository von OpenPilot. Die ganze Software, die drauf läuft, ist GPL und die Artwork von der Bodenstation ist ebenfalls Creative Commons. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Ganze mit dem Check zu tun? Mit dem Check zu tun hat es dahingehend, dass ich gesagt habe, ich will da mehr machen mit dem Ding. Ich will da Simultaneous Locationing and Mapping machen im Rahmen meiner Studienarbeit. Und von der Diplomarbeit und von der Studienarbeit musste ich erstmal Daten sammeln, die während dem Flug anfallen, um damit Algorithmen zu testen. Und dafür habe ich dann ein Evaluierungsboard gebastelt. Das ist. Jetzt habe ich das da ein bisschen Schraubenzieher, oder? Ne, der ist da. Weiß ich gerade nicht. Irgendwo habe ich auch online Bilder davon, aber live sieht das Ganze besser aus. Das ist dieses tolle Teil hier. Das ist ein Carrier Board, wo dann wiederum dieser Embedded ARM 11 mit 500 MHz drauf sitzt. Und das ist im Check entstanden. Das habe ich den Schaltplan selber dafür designt, anhand von was ich seiterweise Demo Devboards vom Hersteller von diesen CPU-Boards. Und dann nach einem kurzen Intermezzo in SMD-Soldering, das ist das Board vom Workshop, habe ich mir dann die Kenntnisse angeeignet, wie man sowas lötet, und dann habe ich kurz das Board hier zusammen gelötet. Das ist jetzt hier im Einsatz, das ist verbunden mit dem eigentlichen Flight Controller über USB. Und darauf läuft ein Linux und eine Client-Software, die die Daten vom Board per USB empfängt und auf eine SD-Karte lockt, in hoher Qualität. In etwas niedrigerer Qualität, also einfach Bandbreite, gibt es das Ganze auch über Telemetrie. Da brauche ich jetzt nur mein Telemetriemodul. Dumm tust du nicht. Jetzt tut er. Kurz vor. Ja, da haben wir ihn. Das sind jetzt Live-Data vom Flugzeug.
Das heißt, wenn ich den jetzt Marktschwein wieder richtig umdrehe, dann sollte der das auch anzeigen. Nur dass das Ding rechts rausgerutscht ist, das ist jetzt wurscht. So sieht man es ganz gut. Also wie man sieht, hier drin ist kein GPS-Empfang, zumindest nicht mit dem OpenPilot-GPS-Modul. Ist aber im Indoors auch nicht weiter verwunderlich. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel die Attitude live vom Flieger über Funktelemetrie. Das schafft maximal so bei den, das sind 54K, kriege ich etwa alle 100 Millisekunden oder alle 50 Millisekunden ein Data-Update von der wichtigsten Werte, wie gerade die Fluglage. Und über das Logging Board kriege ich halt alle Werte, was es überhaupt gibt, und das sind glaube ich etliche 100, im Abstand von ca. 10 Millisekunden. Oder bis zu 10 Millisekunden, da geht dann einiges mehr. Ich frage mich gerade, wieso tut sich da nichts mehr? Doch, geht noch. Jo, dann habe ich jetzt etwas den Faden verloren, weil ich jetzt nämlich nicht nach meiner Richtung vorgegangen bin. Jetzt habe ich, was ich noch sagen wollte. Genau, es gibt von dem Open Pilot Projekt, aber wie gesagt, das einzige, was schon frei erhältlich ist, ist das Copter Control Board. Ist das sichtbar? Das war auf das andere Board drauflegst oder? Ach, auf das, ja genau. Ans Rad vom Leg's auf den Tisch, ich fang's ein. Ja, das ist perfekt. Ich habe hier noch ein zweites, das schließe ich dann so lange einfach an meinen Rechner an. Auf dem Ding ist ein 3-Achse-Gyroskop und ein 3-Achse-Accelerometer drauf, was ausreicht für einfache Lageerkennung und um zum Beispiel einen Quadcopter zu stabilisieren, der ist ja in sich instabil. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt anschließe, sollte der automatisch erkennen, dass was eingesteckt ist. Gut oder das. Noch ist der Bootloader nicht fertig. Nee, weil ich mir das andere noch disconnecten muss. Okay, jetzt ist er da. Das heißt, auch hier habe ich eine Fluglage automatisch. Allerdings keine Informationen über Geschwindigkeit, und das Ding kann auch normalerweise keine Positionsdaten empfangen, also kein GPS oder ähnliches. Ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde drüber quatschen, was das Ding, wie die Software genauer aufgebaut ist. Das ist ein datengetriebenes Modell, mit dem über Objekte Informationen sowohl zwischen der Bodenstation und der Flight Firmware als auch zwischen Module auf der Flight Firmware ausgetauscht werden. Aber ich glaube, das springt den Rahmen ein bisschen. Willst du sonst noch etwas sagen? Ich glaube, wir haben noch mehr. Ja. Dann würde ich an der Stelle aufhören, und das dann, wer da noch genau was wissen will, einfach auf mich zukommen. Zeigen. Ja, Fabrix hat noch was geholt, dass seine Kamera rausgekommen hat. Oh yeah.